Das Verwirrspiel ist komplett. Wären wir mit der Tauruslieferung nun Kriegspartei oder nicht? Ist der Kanzler ein Schisser oder hat er das Wohl des Landes im Blick? Was nutzt das Wohlergehen Deutschlands, wenn es der Ukraine an den Kragen geht? Die Taurusfrage hat sich von einer militärischen in eine parteipolitische Debatte verwandelt. Die Opposition frohlockt, die Ampel knirscht. Licht ins Dunkel bringen, das wäre eine lohnenswerte Aufgabe. Scholz und sein Taurus-Nein, angemessen oder verhängnisvoll? Jetzt der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Es handelt sich um eine weitreichende Waffe, die bis zu 500 Kilometer reicht. Und es ist eine Waffe, wo ich es nicht für verantwortbar halte, sie ohne die Beteiligung von deutschen Soldaten im Einsatz verfügbar zu machen. Sehr klar als Aussage, das habe ich bei vielen Gelegenheiten wiederholt und wiederhole ich hier noch einmal. Das könnte man auch als Misstrauen gegenüber der Ukraine interpretieren. Und damit herzlich willkommen bei uns, meine Gäste. Zugeschaltet aus Tutzing, Frau Professorin Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Falko Drossmann sitzt für die SPD im Bundestag. Sie sind Mitglied im Verteidigungsausschuss und Oberstleutnant der Luftwaffe. Roderich Kiesewetter ist Obmann der Unionsfraktion im Bundestag im Auswärtigen Ausschuss und mein Kollege Paul-Anton Krüger, Korrespondent im Berliner Büro der Süddeutschen Zeitung. Herr Drossmann, weshalb bleibt denn der Bundeskanzler trotz der Bitten der Ukraine, der Vorschläge der Verbündeten und trotz der Einwände von beiden Koalitionspartnern ausdrücklich bei seinem Nein für eine Tauruslieferung? Das hat der Bundeskanzler heute deutlich erklärt. Taurus ist nicht das, was die Ukraine gerade braucht. Die braucht was ganz anderes, nämlich massiv Munition. Und 61% der Deutschen fänden auch eine Taurus-Lieferung falsch. Insofern spricht der Kanzler da auch das aus, was die Mehrheit der Deutschen für richtig erachtet. Herr Kiesewetter, morgen wird sich der Bundestag in einer namentlichen Abstimmung mit einem Antrag Ihrer Fraktion, der CDU-CSU, beschäftigen, nämlich Taurus-Marschflugkörper unverzüglich an die Ukraine zu liefern. Was bezwecken Sie eigentlich mit diesem Antrag und dieser Abstimmung? Denn die werden Sie ja ganz sicher verlieren. Die Debatte um Taurus geht ja viel weiter. Die Frage ist, bekommt die Ukraine das, was sie braucht? Oder wollen wir nur, dass die Ukraine sich verteidigt? Der Bundeskanzler will, dass die Ukraine sich verteidigt, aber nicht ihre Grenzen von 1991 wiederherstellen. Und Taurus ist ein Mittel, nicht das Allheilmittel, aber ein Mittel, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, auf eigenem Gebiet die russischen Versorgungslinien zu unterbrechen. Und dieses Mittel wird ihr versagt und das wird uns noch teuer zu stehen kommen. Frau Münch, die Taurus-Debatte wird ja auch innerhalb der Koalition kontrovers geführt, das wissen wir alle. Nachdem sich jetzt abzeichnet, dass einige Abgeordnete der FDP, möglicherweise auch der Bündnisgrünen, gegen die Koalitionslinie stimmen könnten. Das heißt, im Koalitionsvertrag ist ja vereinbart, weil es gibt keine kontroversen Abstimmungen. Fordert jetzt Rolf Mützenich, der SPD-Fraktionschef, Konsequenzen für ein solches Verhalten? Welche Konsequenzen könnten das denn für die Abtrünnigen sein? Also welche Konsequenzen jetzt Herr Mützenich genau im Auge hat, kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber das ist ja schon so ein stark erhobener Zeigefinger, der ja auch von Seiten des Fraktionsvorsitzenden der SPD ja auch mit Misstrauen auf das ohnehin schon bestehende Misstrauen reagiert. Also da kommt nochmal zusätzlicher Streit ja dann auch durch diese Androhung quasi einer Disziplinierungsmaßnahme mit hinein. Also das verschärft dann ja nochmal die Spannung und die atmosphärischen Spannungen zwischen den Koalitionspartnern nochmal ganz deutlich. Also insofern, da wundert man sich so schon, dass man nochmal etwas obendrauf legt und womöglich ja fast schon Drohungen ausspricht. Herr Krüger, Ampelpolitiker, die für eine Taurus-Lieferung sind, die suchen jetzt nach Möglichkeiten, wie Marschflugkörper tatsächlich noch in die Ukraine gelangen könnten. Zum Beispiel über einen Ringtausch mit dem Vereinigten Königreich. Also wir liefern Taurus-Marschflugkörper an die Briten und die
reichen sie nicht weiter, sondern liefern dann ihre eigenen Marschflugkörper, die ja bereits in der Ukraine sind, Storm Shadow genannt, dann weiter in die Ukraine. Der britische Außenminister David Cameron hatte Ihnen ein Interview gegeben vor einigen Tagen, wo er sehr wohlwollend diesem Ringtausch gegenübersteht. Welche Vorteile hätte das? Naja, es hätte für die Ukraine den Vorteil, dass die Ukraine weitere Marschflugkörper bekommen würde. Es ist ja so, dass Frankreich und Großbritannien seit einigen Monaten Scalp und Storm Shadow liefern. Die sind baugleich. Die können aber auch nicht unendlich davon abgeben. Und man weiß ja aus dem abgehörten Gespräch, diese Luftwaffenoffiziere, also Luftwaffeninspekteur Gerhards und drei weitere Offiziere, die da gesprochen haben, da sagte er wisse von seinen französischen und britischen Kollegen, dass sie Winchester seien. Fliegersprache werden sie mir besser erklären können. Aber wir haben keine Munition mehr. Also das Flugzeug muss zum Stützpunkt zurückkehren und aufmunitionieren. Also das zeigt schon, es ist jetzt nicht so, dass diese Lieferungen unbegrenzt fortgesetzt werden können. Ja? Und aus Sicht der Ukraine wäre es natürlich vorteilhaft, zumindest die Storm Shadows weiterzubekommen, auch wenn die nicht das gleiche Leistungsspektrum haben wie der Taurus. Und es wäre eine Möglichkeit, den Erfordernissen, die der Bundeskanzler aufgestellt hat, gerecht zu werden. Ist technisch nicht ganz trivial, muss man dazu sagen. Gibt auch Gründe, das nicht zu machen. Aber es war eben einer der Vorschläge. Der andere wäre sozusagen, die Dinger direkt über Großbritannien zu liefern. Und den Briten halt zu sagen, okay, das, was ihr bei euren macht, macht ihr bitte bei unseren auch. Aber auch da gibt es technische Hürden dafür. Gut, auf die kommen wir auch gleich noch. Herr Drossmann, Sie haben im letzten Jahr, glaube ich, gesagt, weil es jetzt gerade um technische Trivialität ging, Sie könnten sich das vorstellen, Taurus-Lieferung, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, wenn das technisch vereinfacht würde und wenn auch die Reichweite reduziert würde. Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind dagegen, es fehlt in der Ukraine etwas ganz anderes. Haben Sie da Ihre Haltung geändert? Na, überhaupt nicht. Die Ukraine, und das ist ja das Kernproblem, hat im Augenblick einen enormen Munitionsverbrauch. Das liegt an unterschiedlichen russischen Taktiken mit Drohneneinsatz und erst nachherigem Raketenbeschuss und Ähnlichem. Das heißt, das ist das Kernproblem. Alle technischen Maßnahmen, die Taurus betreffen, würden Monate und Monate und Monate kosten, ohne irgendeine Garantie, dass es funktioniert. Also insofern habe ich meine Meinung da überhaupt nicht geändert. Das Zweite ist dann auch noch, und das ist halt der Teil, der heute auch im Plenum diskutiert worden ist, wir müssen auch unser Land und wir müssen auch unser Bündnis verteidigen. Dafür brauchen wir Taurus, wir haben Taurus. Die Frage ist, wie viel können wir abgeben, wie viel wollen wir abgeben. Das ist aber etwas, das können wir nicht und das wollen wir auch nicht öffentlich diskutieren. Ist aber ja öffentlich durch das abgehörte Gespräch, wo Gerhard sagt, 50 könnten wir liefern und weitere 50 und dann wäre Ende Gelände. Und insgesamt ist die Stückzahl ja auch bekannt, 600 ungefähr. Müsste man vielleicht auch noch ergänzen, wir haben ja etwa 600 Taurus auf dem Papier, davon sind ja angeblich nur 150 einsatzbereit, die Hälfte davon ist das Zertifikat abgelaufen, also nicht einsatzbereit. Die Frage, reden wir hier etwas, was gar nicht möglich ist? Nein, wir diskutieren seit 10 Monaten über Taurus, man hätte sie schon längst ertüchtigen können, da gab es ja den Battle mit ALT und MBDA, dass das eine Sache des politischen Willens ist. Und die sind innerhalb weniger Wochen ertüchtigbar. Inzwischen sind aber 300 ertüchtigt, liest man in der Presse. Und im letzten Jahr wurde entschieden, dass alle 600 ertüchtigt werden. Die Bundeswehr hat der NATO aber 1000 versprochen, wie in der Presse zu lesen ist. Also könnte man durchaus auch den Auftrag geben, 400 nachzuproduzieren. Das Entscheidende ist die Art und Weise, wie der Kanzler keine Begründung gegeben hat und erst heute und vor einer Schulklasse gesagt hat, warum er es nicht machen will. Aber da, als wir im Bundestag debattiert haben vor 2 Wochen, hieß es noch aus den Koalitionskreisen, naja, es heißt in der Formulierung des Koalitionsantrags, wir liefern weitreichende Waffen, damit könnten ja auch Taurus gemeint sein. Und der Kanzler hat dann erst beim Gespräch mit der Schulklasse gesagt, dass es nicht in Frage kommt. Es gab immer wieder neue Begründungen. Wir seien Nuklearziel, das sei technisch nicht möglich, wir brauchen sie selbst. Jetzt sagt der Bundeskanzler sehr klar, diese Waffen möchte er nur eingesetzt haben, wenn die letzte Kontrolle da ist. Damit macht er deutlich, er widerspricht damit letztlich auch dem Abhörleak da. Damit macht er deutlich, er vertraut der Ukraine nicht und er glaubt, diese Waffen sind so weitreichend, dass es gefährlich ist. Es wäre sauberer gewesen, wenn der Kanzler von Anfang an gesagt hätte, das ist eine so wichtige Hightech-Waffe mit einer so großen Reichweite, die möchte ich nicht aus Bundeswehrbeständen geben. Das wäre eine ehrliche, klare Antwort gewesen. Das ist Resümee der heutigen Debatte. Und dass der Kanzler so lange rumgeeiert hat, hat in der Bevölkerung Furcht
und Sorge geschaffen. Und dieses Klima erntet er jetzt. Aber Herr Kiesewetter, ich muss dann mal fragen, Furcht und Sorge gibt es auch in der Bevölkerung, wenn Sie sagen, mit diesen Waffen sollen russische Ministerien angegriffen werden. Das habe ich nicht gesagt. Also der Krieg soll nach... So habe ich Ihr Zitat gelesen, dass der Krieg nach Russland getragen werden soll. Das möchte ich gerne richtigstellen. Also ja, gerne, machen Sie es. Sehr gerne. Der Punkt ist ganz entscheidend. Mhm. Ich war ja gerade da in Kiew. Und der Kernpunkt ist, dass ich gesagt habe, der Krieg muss auch nach Russland getragen werden. Die Ukraine muss befähigt werden, mit ihren Mitteln auch in Russland bis hin zum FSB-Ministerium, zum Kriegsministerium. Also Moskau anzugreifen. Na sicher, mhm. Das ist doch völlig klar. Der Verteidigungsminister hat gesagt, es ist das Normalste der Welt. Es ist selbstverständlich, dass der Angegriffene den Krieg vorträgt auf das Gebiet des Aggressors. Das hat er bei Maybrit Illner gesagt, das hat er gesagt seit einem Jahr. Und das Entscheidende ist, dass es völkerrechtlich zulässig ist. Wenn politisch entschieden wird, wir liefern die Taurus nicht an die Ukraine, alles gut. Aber die Ukraine muss befähigt werden, auf russischem Gebiet natürlich anzugreifen. Was soll das mit Taurus stattfinden? Nein, wir wollen das nicht. Und dafür gibt es Verträge, so wie die Briten, die Franzosen, die Amerikaner mit Clustermunition, mit Storm Shadow und Scalp klare Verträge gemacht haben. Nur ihr Generalsekretär ist es, der sagt, ja, diese Länder vertrauen nicht, deswegen schließen sie Verträge. Aber wenn das so wäre, dann könnten wir ja einen Vertrag schließen, damit wir der Ukraine vertrauen. Und da beißt sich die Argumentation des Kanzlers. Nicht der Koalition, aber des Kanzlers in den Schwanz. Dann noch ein Stück zurückgehen. Es ging um Kommunikation, Frau Münch, des Bundeskanzlers. Herr Kiesewetter hat das gerade referiert. Wie schätzen Sie diese Kommunikation des Kanzlers in den letzten Monaten zum Thema Taurus-Lieferungen ein? Also die Hauptkommunikation ist natürlich die, dass er sich ja auch immer wieder auf die Sorgen der Bevölkerung dann beruft. Das ist ja ein ganz wichtiges Argument. Gleichzeitig natürlich dann die Argumentation durchaus auch dazu dient, diese Sorgen in der Bevölkerung, dass die Bundesrepublik in einen Krieg verwickelt werden könnte oder in diesen Krieg stärker verwickelt werden könnte, eigentlich noch zusätzlich befeuert. Also insofern hat er eine Argumentation, die seinem Grundargument und seiner Referieren auf die Einstellung in der Bevölkerung das noch zusätzlich befeuert. Also man kann sicherlich vieles natürlich nachvollziehen und natürlich möchte man als deutscher Bürger, die Mehrheit der Bürger, nicht einen Bundeskanzler haben, der da im Grunde unbesonnen und womöglich unbesonnen sich in etwas hineinziehen lässt. Aber dieses Muster, dass eine sehr große Verhaltenheit besteht von Seiten des Bundeskanzlers, dass im Nachhinein dann aber doch Zugeständnisse gemacht werden, weil der Druck auf die Ukraine immer stärker wird und der Druck dann eben auch in der bundesdeutschen Politik auf den Kanzler dann doch zunimmt. Also dieses Muster haben wir ja nun auch schon öfters gesehen. Aber dieses nur sich beziehen oder vor allem sich beziehen auf die bundesdeutsche Bevölkerung kommt zunächst ja eigentlich ja sehr verständig daher und gleichzeitig übrigt sich ja eben nicht die Frage, was macht es eigentlich, was bedeutet es insgesamt für das Bündnis, für die Europäische Union, für die Bundesrepublik Deutschland, wenn jetzt tatsächlich die Ukraine, sei es weil Taurus fehlt, sei es weil die Munition fehlt, vermutlich wegen beiden, immer stärker ins Hintertreffen gerät, dann ist diese Frage thematisiert der Bundeskanzler ja überhaupt nicht. Herr Krüger, jetzt drehen ja Norbert Röttgen und Anton Hofreiter in einem Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen den Spieß rum und sagen, der Kanzler würde Angst und Schrecken in der Bevölkerung verbreiten. Und deswegen gäbe es diese, schließe ich jetzt aus dieser Äußerung, diese Umfragen, die Herr Drossmann gerade zitiert hat. Wie ist diese Kommunikation des Kanzlers jetzt in Bezug auf Besonnenheit auf der einen und Zögerlichkeit oder Falschinterpretation zu werten? Naja, er hat im Fall von Taurus, glaube ich, schon sehr lange gezögert, seine Beweggründe öffentlich darzulegen, hat das dann in verschiedenen Foren getan, hat das auch mit sozusagen nachgeschobenen Argumenten dann vielleicht noch weiter ausgearbeitet. Mir ist es auch nicht bis ins Letzte nachvollziehbar, weil es in sich zum Teil widersprüchlich ist. Die Briten haben ja darauf hingewiesen, also Cameron hat gesagt, man kann natürlich mit den Ukrainern Vereinbarungen treffen, wofür diese Waffen eingesetzt werden können und wofür nicht. Das hat er heute jetzt relativ deutlich oder deutlicher als bisher, würde ich sagen, ausgeschlossen und wahrscheinlich in der Hoffnung, diese Debatte zu beenden. Ich glaube, die Angst, Putin hat ja jetzt auch im letzten Interview wieder von Nuklearwaffen gesprochen, das macht er natürlich bewusst, um auch hier auf die öffentliche Meinung einzuwirken, um Angst zu verbreiten.
Das ist Teil der psychologischen Kriegsführung und der hybriden Kriegsführung, die Russland seit Beginn Systemen, zum Beispiel ATACMS, ballistische Kurzstreckenraketen, sehr zurückhalten. Jetzt kommt offenbar eine neue Lieferung, aber auch einer älteren Version, die 160, 180 Kilometer weit fliegt, Clustermunition dann ausbringt. Also das ist jetzt auch mit dem, was der Taurus zum Beispiel kann. Also durchaus ist nicht nur Olaf Scholz da zögerlich. Jetzt, Herr Drossmann, ist ja der Vorwurf an den Bundeskanzler, er würde ständig sich selbst rote Linien ziehen, anstatt Putin rote Linien zu ziehen. Das ist ein falscher Vorwurf. Also ich weiß auch nicht, was diese andauernden Abstimmungen sollen. Also der Deutsche Bundestag hat sich mehrfach gegen eine Taurus-Lieferung ausgesprochen. Gesetzlich ist es übrigens so, dass die Bundesregierung ist, nicht des Deutschen Bundestages, Waffen zu liefern. Und es gibt da mehrere Entscheidungen. Wir werden das jetzt morgen wieder machen. Es wird wieder dasselbe Ergebnis geben. Aber wir sind hier nicht bei Wargames, um das mal klar zu sagen. Und ich finde diese Debatte im Augenblick so ein bisschen profanisiert. Deutschland hat für 28 Milliarden Euro inzwischen Güter geliefert. Wir sind die mit am Anfang. Nee, das ist nicht falsch. Absolut. Und gerade heute hat die Europäische Union noch mal 5 Milliarden Euro beschlossen für Waffenlieferungen. In der Ukraine wird das übrigens sehr deutlich wahrgenommen, dass Deutschland einer der wichtigsten, wenn nicht gar der wichtigste Partner der Ukraine ist. Und wir haben nichts Besseres zu tun, als das zu profanisieren und Kriegsspiele zu betreiben. Ich finde das falsch. Und das wird auch dem Thema Krieg ehrlicherweise nicht gerecht. Herr Drossmann, Sie verharmlosen das. Entscheidend ist, dass auf der Homepage des BMVG, wie des Auswärtigen Amtes, die gelieferten Güter sind. Das sind 6,6 Milliarden. Mit den ganzen Verpflichtungsermächtigungen und all dem, was nicht produziert ist, kommt man auf 28 Milliarden. Aber vieles ist versprochen für 26 und 27. Und vielleicht ist die Ukraine da gar nicht mehr existent. Das heißt, diese Zahlen stimmen nicht. Die Bundesrepublik Deutschland hat bisher Güter geliefert und Unterstützung im Wert von 32 Milliarden. 6,6 Milliarden davon sind Militärgüter, 4,5 Zivile und 21 Milliarden sind soziale Unterstützung für die Ukrainer, die zu uns gekommen sind. Gott sei Dank gibt es diese hohe Unterstützung. Aber viel wichtiger ist das mit den roten Linien. Der Bundeskanzler hat im April 2022 gesagt, er hat Angst vor einem Atomkrieg, ohne dass das ein öffentliches Thema war. Dann hat er im Juni im Auswärtigen Ausschuss gesagt, die Lieferung von Marder wäre eine furchtbare Eskalation. Dann hat er gesagt, Kampfpanzer werden nicht geliefert. Dann, als er Kampfpanzer geliefert hat, sagte er im Januar vor einem Jahr, aber die rote Linie sind jetzt Kampfjets. Darauf hat es eine Kampfjet-Koalition gegeben. Frankreich bildet Rafale-Piloten aus, andere F-16-Piloten. Also er zieht selbst, kann man ihm ja nicht vergraulen, aber er trägt selbst dazu bei, rote Linien zu ziehen. Und jetzt wirkt das natürlich sehr trotzig. Er hat alle roten Linien gerissen und jetzt muss er bei Taurus hart bleiben. Ja, und das ist das Waffensystem, was natürlich helfen würde, die Versorgungslinien auf den eigenen ukrainischen Gebiet der Russen zu zerstören und damit 80% der Angriffe, die über die Krim laufen, eben zu stoppen. Das ist ja das eigentliche Ziel. Natürlich. Militärisch brauchen Sie mir nicht kommen. Ich war in der Operationsplanung der NATO aktiv. Ja, Sie haben ganz viel im Büro gesessen. Nein, ich war in den Einsätzen, mein Lieber. Wir haben es doch heute auch. Aber wir müssen uns sowas nicht vorwerfen. Sie haben Expertise und ich habe Expertise. Und ich war in der Einsatzplanung und auch in dem Interview oder in diesem abgehörten Gespräch ist doch auch das Beispiel der Brücke. Also das System Taurus ist doch gedacht, um auf große Entfernungen harte Ziele zu bekämpfen. Gefechtsstände. Also betonierte Gefechtsstände, ja. Ministerien, Industriegebiete und ähnliches. Es ist nicht dafür geeignet, mobile Gefechtsstände der Russen. Aber eine Brücke auf dem Gebiet der Ukraine. Na, selbst bei dieser Brücke, jetzt muss ich dieses abgehörte Interview nochmal. 10 bis 20 für die Brücke. Wenn ich die Pfeiler treffe. Aber das ist doch echt Wargames. Nein, es ist nicht Wargames, sondern es ist notwendig fürs Überleben der Ukraine. Warum produzieren wir nicht endlich mehr Munition und schicken die? Da müssen Sie mal Ihren Minister für Wirtschaft fragen, warum wäre doch auch möglich, dass also in den CDU-regierten Ländern und Kommunen können wir keine Munitionsfabriken bauen, weil die CDU sich dagegen Fakten, stellt. Die jetzt und was ist Meinung, die Sie Was ist denn los? Das ist absolut albern, weil die Bundesregierung nicht in der Lage ist, der Rüstungsindustrie einen Dreischichtbetrieb zu ermöglichen, weil nicht ausreichend Munition in Auftrag gegeben wurde. Es ist bizarr, wenn Kommunen Munitionsfabriken verhindern können. Es ist nicht in Auftrag gegeben worden, dass die Munition produziert werden kann. Und das liegt an der Bundesregierung, weil der Bundessicherheitsrat nicht ausreichend Entscheidungen getroffen hat. Wir sollten jetzt nicht in politisches Mikromanagement verfallen. Jetzt gibt es Behauptungen, es gibt Meinungen dazu. Wir kommen gleich auf diesen Aspekt zurück, aber immer auch die politische Dimension nicht vergessen. Frau Münch, lohnt es sich wegen des Taurus, wegen der Taurus-Lieferung, die Ampel, ich will jetzt nicht sagen zu zerlegen, aber doch in noch schwereres Fahrwasser zu bringen?
Also wir hatten auch schon andere Konflikte, bei denen es um weniger ging als um die Frage der Verteidigung und der Unterstützung der Ukraine. Da ging es um schon banalere Themen. Also ich würde schon sagen, dass das ein ganz gewichtiges Thema ist. Und das Interessante ist ja, dass diese Konflikte sich zwischen den Koalitionspartnern ja in einer Art und Weise verschoben haben. Wer hätte mal gedacht, dass die Grünen im Grunde da noch ganz massiver sich zugunsten einer Unterstützung der Ukraine aussprechen. Also da hat sich einiges verschoben. Und dann ist ja dann dieser interessante Blick, wie positioniert sich die AfD und dass der Bundeskanzler jetzt nun ausgerechnet von einer destruktiven Oppositionspartei im Deutschen Bundestag unterstützt wird, während ihn seine eigenen Koalitionspartner doch sehr kritisieren und man auch nicht ganz sicher ist, wie sich eigentlich sein eigener Verteidigungsminister zu seiner Positionierung verhält. Also das spricht schon Bände und das ist tatsächlich, also meines Erachtens, mit so eine der wichtigsten Fragen für die Bundesregierung und wahrlich keine banale. Der Hintergrund meiner Frage, Herr Krüger, war ja auch, ob wir da nicht bei Taurus über, Sie haben es vorhin auch schon angedeutet, so über ungelegte Eier reden. Also, wenn jetzt Taurus tatsächlich zum Einsatz kommen sollte, dann müssen da Soldaten ausgebildet werden. Es müssen Piloten dafür ausgebildet werden, die Flugzeuge fliegen, die Taurus gar nicht tragen können in der Ukraine. Es müssen die Bestände aufgefüllt werden für Neuproduktion von Taurus, auch, glaube ich, für Generalüberholung der bisherigen Geräte braucht man einen Auftrag, da braucht man Beschaffung. Und wenn man Beschaffung hört bei der Bundeswehr, legt man die Ohren an. Selbst wenn der Bundeskanzler diesen Lieferungen jetzt zustimmen würde, so schnell würden diese Taurus-Marschflugkörper in der Ukraine gar nicht einsatzfähig sein. Ja gut, das ist ja erstmal eine politische Entscheidung. Und natürlich hätte man, das hat Herr Kiesewetter ja vorhin gesagt, wenn man vor 9 Monaten, als die Ukrainer die das erste Mal angefragt haben, man die Entscheidung getroffen hätte, okay, wir schaffen die Voraussetzungen dafür, könnte man die heute wahrscheinlich in der Ukraine einsetzen. Also die Briten haben 6 Monate gebraucht ungefähr, um eine Schnittstelle zu entwickeln, die den Ukrainern ermöglicht, von Kampfflugzeugen sowjetischer Bauart, SU-24 sind es, die Storm Shadows zum Einsatz zu bringen. Die Storm Shadows sind von, können Sie mich gerne korrigieren, aber von der Größenordnung, also von den Abmessungen, von dem Gewicht und ähnlichen Dingen, die sozusagen auf die Physik des Fliegens eine Auswirkung haben, vergleichbar mit den Taurus. Der Taurus ist ähnlich insofern, dass die Zielsteuerung vorab einprogrammiert wird. Es gibt eine Option, die aber auch meines Wissens bei der Bundeswehr nicht genutzt wird, Kommunikation zwischen dem Flugzeug, das den Flugkörper abwirft, und dem Flugkörper während des Anflugs auf das Ziel noch zu machen. Aber das wäre jetzt nicht zwingend. Ja. Und aus dem wiederum abgehörten Gespräch weiß man, okay, es gibt verschiedene Ausbildungsoptionen. Wenn man das so macht, wie das die Bundeswehr in Friedenszeiten gemacht hat, dauert das etliche Monate. Da gibt es aber auch die Ansage, ja, bei Patriot und bei IRIS-T, also den Flugabwehrsystemen, die wir der Ukraine geliefert haben, haben wir auch mit Monaten gerechnet und dann gesehen, oh, die sind aber doch relativ gut und lernen das relativ schnell. Die Frage ist halt sozusagen, wenn man jetzt über die Charakteristiken des Waffensystems spricht, wären die Ukrainer mit, sage ich mal, 3 Monaten Ausbildung, wenn man in der Zeit einen Jet irgendwie fertig macht, in der Lage, die volle Leistungsfähigkeit des Flugkörpers auszuschätzen? Wahrscheinlich nicht. Ist auch die Frage, ob dann alle Daten verfügbar sind, die man dazu braucht, also zum Beispiel die genaue Positionierung russischer Flugabwehrsysteme, die man umfliegen kann mit diesem Flugkörper. Aber ich glaube, das ist dann eine müßige Diskussion, weil wenn man die politische Entscheidung hat, dass die Dinger nicht geliefert werden, dann ist alles andere sozusagen la polar, wenn man das jetzt irgendwie im Detail irgendwie debattiert. Herr Drossmann, Sie haben gesagt, was die Ukraine jetzt viel mehr bräuchte, wäre Artilleriemunition und die Systeme, die da vor Ort sind. Und auch noch anderes Kriegsgerät. Aber man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen und zu sagen, die brauchen Taurus gar nicht. Vielleicht brauchen sie Taurus und die Munition, die sie jetzt anmahnen, die da verstärkt geliefert werden soll. Ich,
ein wichtiger Punkt, und ich möchte kurz darauf eingehen, war ja auch, dass wir bei allen anderen Waffensystemen, die geliefert worden sind, nicht gesagt haben, wir liefern jetzt sofort Leopard-Panzer oder wir liefern das, sondern, oder Panzerhaubitze 2000 war auch eine ganz große Debatte, die wir geführt haben. So, und, sondern wir haben sehr intensiv auch mit den ukrainischen Streitkräften zusammen Ausbildung betrieben. Wir haben viel Munition in deutschen Ausbildungseinheiten zusammengezogen, um dort üben zu können, so dass wir noch in der Lage waren, uns selber auszubilden und zu verteidigen, und haben dann ausgebildete Soldaten mit den funktionierenden Waffensystemen auch in die Ukraine schicken können. Das ist erstmal das Wesentliche. Ich halte, wie gesagt, die Taurus-Debatte, es ist ganz viel Theorie. Habe ich ein Flugzeug, wo ich das überhaupt drunter klemmen kann? Was passiert, wenn ich Taurus ausklinke? Fliegt das Flugzeug dann noch oder nicht? Das sind alles Dinge, ja, die könnte man sicherlich klären. Aber im Augenblick ist es so, dass wir ausrechnen können, wann zum Beispiel Odessa sich nicht mehr mit Luftabwehrraketen verteidigen kann. So, das können wir relativ einfach ausrechnen. Und das ist das viel größere Problem. Ich sage jetzt aber nicht, wie lange das ist. Gut, es wird ja im Moment auf Initiative Tschechiens versucht, auf der ganzen Welt Munition zusammenzukaufen. Ja. Selbst die Amerikaner haben ja noch 300 Millionen Dollar gefunden, die schon sozusagen genehmigt sind, die man aber eingespart hat bei Rüstungskäufen. Die sollen jetzt auch in Form von Artilleriemunition in die Ukraine kommen. Herr Kiesewetter, kann man denn diese Lücke, die sich da jetzt auftut, insgesamt bei der Munition in der Ukraine und was ein großes Problem ist im Moment an der Front, kann man das so schnell, diese Lücke, füllen? Nein, ich will mal eine Zahl nennen. Es sind etwa am Tag 2000 Artilleriegranaten, die die Ukraine verschießen kann, und die Russen zwischen 10.000 und 15.000, also Faktor fünfmal mehr, sechsmal mehr. Sie produzieren ja auch dreimal so viel Munition in den USA und Europa zusammen. Sie haben auf Kriegswirtschaft umgestellt. Das ist ein Land, das das Bruttoinlandsprodukt von Benelux hat oder von Italien. Wir haben zusammen alle ein, glaube ich, 15-mal so großes, 30 Billionen Bruttoinlandsprodukt der europäischen NATO-Staaten. Und wenn wir die Amerikaner noch dazu nehmen, wird es deutlich mehr. Die Frage ist, können wir das aus der Westentasche? Können wir nicht. Und wir haben erkannt, dass die Europäische Union ein falsches Versprechen gemacht hat zulasten der Mitgliedstaaten. Und es wäre sehr vernünftig gewesen, auch die Bedingungen für die Munitionsproduktion zu ändern. Und da sind alle Staaten gefordert. Es gab allerdings auch Firmen wie Rheinmetall oder Krauss-Maffei-Wegmann und Diehl, die gesagt haben, wir könnten schon 22, als das 100-Milliarden-Paket veröffnet war. Aber es gaben die Aufträge eben nicht. Und das lag an der damaligen Verteidigungsministerin. Und da muss ich eine Lanze für Pistorius brechen. Er hat das alles aufgebrochen. Aber das Entscheidende ist, dass wir die ersten Monate vergeigt haben. Wir haben zu lange gewartet, dazu die roten Linien. Und nun ist es so, dass sie in der Industrie natürlich nicht sofort die Arbeitskräfte haben. Wir haben Arbeitskräftemangel. Und dazu muss man langfristig planen. Und da haben uns die Russen gezeigt, wie man es richtig macht. Die Nordkoreaner haben 7 Millionen Granaten. Gut, sie zeigen uns, wie man ein Land zerstört und wir nur mit Versprechen dieses Land nicht am Leben halten. In der Ukraine sitzen 15 Millionen Menschen auf gepackten Koffern und sind in Sorge, dass es einen Diktatfrieden gibt. Und wenn nicht die ausreichende Munition geliefert wird, dann wird es eng. Und ein zweiter Gedanke, Luftverteidigung, bin völlig bei Herrn Drossmann. Aber die Auflage Deutschlands lautet, dass die Luftverteidigung zum Schutz ziviler Infrastruktur und der Industrien geht. Wir bilden Soldaten im Gefecht der verbundenen Waffen aus, aber liefern dürfen nicht die Geparts, die wir geliefert haben, vorne bei der Truppe einsetzen. Das ist ein Manko. Klar ist es richtig, Kindergärten und Krankenhäuser zu schützen. Die sind nämlich im Fokus der Russen. Aber die Truppe vor Ort hat zu wenig Luftverteidigung. Da könnte man nachsteuern, indem eben mehr produziert wird, mehr geliefert wird oder auch mehr abgegeben wird, weil die Truppe vor Ort hat den größten Verlust. Herr Dorfmann. Das ist sicher so, aber ich muss auch Wohngebiete schützen und Ähnliches. Also dass jetzt die Front in der Ukraine gegen die Wohngebiete in der Ukraine als CDU Deutschlands im Deutschen Bundestag auftritt, das ist Unsinn. Deshalb ist es richtig, dass zum Beispiel eine Stadt wie Odessa, wo ich gerade letzte Woche war, in der Lage ist, wirklich die kritische Infrastruktur, die Wohngebiete zu schützen und natürlich auch die militärische Verteidigung aufrechtzuerhalten. Ist doch keine Frage. Ja, aber dort wird nicht militärisch gekämpft, an der Front wird gekämpft. Dafür sind aber mehrere Menschen schon gestorben, also Zivilistinnen und Zivilisten. Aber dort ist keine Front, das können wir doch auch nicht profanieren. Sondern es ist die Vernichtung Russlands der zivilen Infrastruktur. An der Front vorne haben die Soldaten von allem zu wenig. Dort sind 800.000 Soldaten, die zu wenig Munition haben, die Gelände aufgeben müssen, Avdiivka und andere Orte sind quasi, mussten aufgegeben werden, mangels Munition, mangels ausreichender Ausstattung. Da muss der Westen mehr tun. Und da darf man nicht sagen, wir werden dann Kriegspartei, wir sind Kriegsziel Russlands. Und Russland testet uns. Und deswegen geht es darum, mehr zu liefern. Ja.
Frau Münch, dieser Umgang mit Putin, der dem Kanzler auch vorgeworfen wird, er wolle verhindern, dass Putin provoziert wird, dass er auf dumme Gedanken kommt. Ist das der richtige Umgang mit dem russischen Herrscher, mit dem russischen Präsidenten? Zeigt man ihm eigentlich, wo die eigene Achillesferse ist? Wie ist diese ganze Strategie der Bundesregierung und vor allen Dingen des Bundeskanzlers Richtung Putin zu bewerten? Wir haben im Moment, glaube ich, keine Leitung. Wir haben leider so eine schlechte Verbindung. Wir hören Sie aber gut, Frau. Die Frage leider nicht verstanden habe. Gut, dann versuchen wir die Leitung nach Tutzing wieder herzustellen. Dann gebe ich die Frage weiter an Herrn Krüger. Wie empfindet Putin das? Wird er das honorieren, wenn Deutschland zurückschreckt? Solche Waffen? Das geht doch nicht. Wird Putin zurückschrecken, wenn er, also wird Putin sich sozusagen gegenüber dem Bundeskanzler gemäßigter zeigen, also, wenn diese Waffen nicht mehr kommen? Ich glaube, alle Versuche und alle Einbildungen, die es da lange auch in der deutschen Außenpolitik gab, dass man durch Wohlverhalten gegenüber Russland Wohlverhalten der russischen Seite bekommen würde, ist, glaube ich, durch diesen Krieg widerlegt. Ich meine, die Bundesregierung hat gegen massive Warnungen, die damalige Bundesregierung muss man sagen, gegen massive Warnungen der Verbündeten im Baltikum, in Polen, in den USA Nord Stream 2 gebaut, um Putin einen Gefallen zu tun. Und das Ergebnis ist ja hinlänglich bekannt. Ne? Das hat ihn nicht davon abgehalten, die Ukraine anzugreifen. Und ich glaube auch nicht, dass es ihn abhalten würde, die NATO zu testen. Ja? Also ich meine, es geht nicht nur um die Ukraine. Putin hat jetzt auch immer wieder klar formuliert, er kommt aus einer historischen Betrachtung, in der seiner Ansicht nach Teile, die eben früher der Sowjetunion angehört haben, eigentlich russisches Staatsterritorium sein müssten, in der Ukraine, aber auch in anderen Ländern, die eben früher zur Sowjetunion gehört haben, gerade jetzt wieder Moldau, Transnistrien. Die Frage, was da weiter passiert, aber auch Länder, die mittlerweile eben in der NATO sind. Also im Baltikum ist das ja auch nichts, was er irgendwie ausschließen würde oder sonst irgendwas. Also. Das ist Information, wie gesagt, die Leitung nach, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Sie sehen das, die Leitung nach Tutzing ist im Moment unterbrochen. Das heißt, Putin entscheidet selbst, wer Kriegsgegner ist für ihn. Und das war, glaube ich, schon immer so. Das heißt, er hat mit Waffenlieferungen erstmal nichts zu tun. Naja, es gibt eine völkerrechtliche Komponente und die ist relativ klar. Bis sozusagen einer aktiven Kriegsbeteiligung, da kann man dann sehr genau darüber reden, ob zum Beispiel, wenn jetzt deutsche Soldaten in Deutschland an der Programmierung von Zielen mitgewirkt hätten bei Taurus, ob das schon eine Kriegsbeteiligung darstellt. Der Kanzler ist offenbar der Auffassung. Dann bräuchte er Einsatz bewaffneter Streitkräfte, ein Bundestagsmandat. Dann könnte zum Beispiel die Opposition, auch wenn es nicht beantragt wird, nach Karlsruhe gehen, was die AfD und was von der Linken oder Bündnis Sahra Wagenknecht übrig ist, natürlich tun würden. Mhm. Aber es ist relativ klar, dass Putin das nicht interessiert. Das sind Debatten, die wir führen, die wir als Demokratien auch führen müssen, was mit dem Völkerrecht vereinbar ist und was nicht vereinbar ist. Aber das ist nicht so, dass Putin sich davon in irgendeiner Art und Weise beeindrucken lässt. Eher im Gegenteil. Er liest natürlich diese Debatten und die schauen sehr genau darauf, wie die öffentliche Diskussion in Ländern wie Deutschland, gerade in Deutschland, läuft und versuchen die ja auch aktiv zu beeinflussen. Deswegen die ganzen Desinformationskampagnen, die von Russland ausgesteuert werden und hier zum Teil eben leider verfangen. Also dann könnte der Bundeskanzler Putin ja die Stirn zeigen und sagen, so, bis hierher und nicht weiter. Und notfalls werden auch solche Waffen eingesetzt und vor deinen Drohungen mit Atomwaffen haben wir keine Angst. Das entscheidet nicht über unsere politische Strategie. Ich persönlich habe Angst vor Atomwaffen. Also ich kann das nicht einfach so, also vor deinen Atomwaffen haben wir keine Angst oder sowas. Das sind ganz furchtbare Instrumente. Ich glaube, es ist aber wichtig, eine bedachte und kluge Politik dann auch zu machen. Ich möchte das Beispiel, das eben auf Transnistrien einmal erwähnen. Ich war zufällig da, als diese Debatte in Deutschland aufkam, da wird jetzt eine zweite Front eröffnet. Der Kollege Röttgen hat das ja gemacht und eine zweite russische Front. Das war hier eine große Diskussion in der Republik Moldau. Gab es diese Diskussion überhaupt nicht.
Dieser abgespaltene Teil hat schon dreimal Russland um Unterstützung gebeten, und das seit 1992. Das heißt, wir sind ja auch inzwischen in so einem Fieber. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir einen Bundeskanzler haben, der klug abwägt, was wir wann tun, und der immer im Vordergrund hat, dass wir die NATO verteidigen können, dass wir unser Land verteidigen können und die Ukraine unterstützen. Herr Kiesel, dann frage ich es anders. Blöfft Putin zum Beispiel mit der immer wieder verkappten Äußerung, er könne auch NATO-Gebiet angreifen? Blöfft er mit dem, was er androht oder durch seinen Vorgänger Medvedev immer androhen lässt, dass Atomwaffen eingesetzt werden könnten? Ist das ein Bluff? Zunächst mal, ich war gerade in Finnland, in Litauen und in Moldau. Und dort ist sehr klar, die einen sind froh, dass sie in die NATO gekommen sind. Und in Moldau nimmt die Zustimmung für NATO-Mitgliedschaft zu. Die lag bei 6% vor 2 Jahren, die liegt jetzt bei über 30%. Das Wesentliche ist aber, Putin weiß, wie er mit uns spielen muss. Er spielt. Und wenn man von Wargaming spricht, dann machen das die Russen. Weil er hat Finnland und Schweden nuklear bedroht, die sind Mitglied der NATO, die haben sich nicht beirren lassen. Und was Putin eben vorhat, ist, dass er in einer ganz engen Koalition mit China, Iran und Nordkorea Druck auf uns ausübt. Er macht Lastenteilung, er macht Produktionsteilung, ja. Er profitiert ungeheuer davon. Und wir sehen das ja auch, hat einen zweiten Kriegsschauplatz unterstützt. Das ist das, was der Iran mit der Hamas und dem Houthi gerade macht im Nahen und Mittleren Osten. Also wir müssen uns sehr bewusst sein, dass Putin nicht blufft, sondern dass er es austestet. Und er hat ja auch sehr klar gemacht, dass das größte Übel des 20. Jahrhunderts der Zerfall der Sowjetunion war. Und er alles daran setzt, das hat er auch in den sogenannten Sicherheitsgarantien, die er gefordert hat, 2021 vor der Vollinvasion deutlich gemacht. Nämlich, indem er bittererweise sagte, dass die Amerikaner aus Europa abziehen sollen, ihre Nuklearwaffen abziehen sollen und dass die früheren Sowjetrepubliken, die jetzt Mitglied in EU und NATO sind, auszutreten haben. Und das beunruhigt die natürlich besonders. Und deswegen will ich es anders beantworten als mein Kollege. Es wäre natürlich ein hervorragender Punkt, wenn der Kanzler sagen würde, wir liefern Taurus, wenn weiter Städte, zivile Infrastruktur, Krankenhäuser bekämpft werden. Wenn weiterhin mit furchtbaren Methoden der Kriegsverbrechen gegen in den besetzten Gebieten vorgegangen wird. Also dies deutlich zu machen, wäre ein Gegenpunkt. Also dann würden wir eine rote Linie zeigen und nicht in Form einer wie Einschüchterung wirkenden Putin beflügeln. Was deshalb Putin aber sehr mutmaßlich auch nicht beeindrucken würde. Na, aber also ich meine, da muss man schon so konsequent sein. Der französische Präsident hat ja jetzt quasi den Punkt gemacht, hat gesagt, wenn wir jeden Tag sagen, das ist ein Krieg auf europäischem Boden und der gefährdet unser europäisches Friedensmodell, dann dürfen wir auch nichts ausschließen, auch nicht Bodentruppen. Ja, und das hat er aber nur gemacht, weil Fico damit gespielt hat. Fico ja, behauptet, er stand dann relativ alleine mit der Idee. Und nach allem, was wir gehört haben aus diesem Gespräch, zu dem da sehr kurzfristig eingeladen worden ist, von der französischen Seite ging es jetzt nicht nur darum, irgendwie zu sagen, okay, Frankreich gibt jetzt seinen Widerstand dagegen auf, dass wir auch außerhalb der EU Munition kaufen. Ja, das war ja vorher eine der Kautelen, genau, die die Franzosen gemacht haben, ja, sondern es ging schon sehr gezielt darum, mal irgendwie die Idee zu droppen. Es gab vorher Briefe des Generalstabschefs an seine Kollegen in europäischen Ländern. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo es kritisch wird in der Ukraine, die militärische Lage, und dann müssen wir jetzt mal über alle Optionen reden, inklusive Bodentruppen. Ja, so. Und das ist natürlich, wenn man sich ehrlich macht, das Argument zu Ende gedacht, irgendwie, wir setzen uns selber keine roten Linien. Also Bodentruppen, glaube ich, kann man für Deutschland ausschließen, aus verschiedensten Gründen. Aber natürlich schließt es nicht aus, dass Logistiktruppen oder Pioniere, die Minen räumen, dorthin gesandt werden. Da ist jedes NATO-Mitglied frei, und zwar im Rahmen von Artikel 51 der VN-Charta. Das ist gar kein NATO-Fall, das ist dann auch eindeutig. Und es gibt Länder, die das sehr klar sagen. Landsbergis, der Außenminister von Litauen, hat dies gesagt. Und warum nicht? Wir müssen doch nicht immer sagen, was wir alles nicht tun. Im Falle wäre es ja auch sinnvoll, Dinge zu machen, die dann stattfinden und man sie gar nicht groß ankündigt. Und das Beste wäre, wenn der Bundeskanzler sagt, so, wir geben Taurus frei, wir liefern, aber wir reden nicht drüber. Das sind alles Punkte, die ganz anders wirken würden und den Kanzler auch viel souveräner dastehen lassen würden. Und vor allen Dingen auch, ich glaube, mehr Einigkeit in dieser sehr zerstrittenen Koalition bewirken würden, weil die Außenministerin und der Verteidigungsminister ja da durchaus sehr vernünftige Vorschläge entwickelt haben. Bevor ich zur wahrscheinlich letzten Frage komme, noch ein Hinweis, es wird keine
Ton- und Bildverbindung mehr nach Tutzing geben. Die ist leider gestört. Herr Drossmann, Macron hat ja auch bei einer Rede in Prag gesagt, wörtlich, wer ständig eigene Grenzen zieht gegenüber jemandem, der gar keine Grenzen kennt, der atmet den Geist der Niederlage. Das heißt also, Putin kennt keine Grenzen und wir ziehen uns selbst immer welche. Ist das ein Problem, das die NATO im Moment hat, um wirklich tatsächlich effektiv der Ukraine helfen zu können? Steht sie sich da selbst im Weg? Für die NATO ist ja auch diese Situation seit 2 Jahren eine komplett neue. Und ja, auch für uns ist sie seit 2 Jahren eine komplett neue. Und wir müssen unglaublich viel verändern. Wir müssen Kommandostrukturen verändern. Wir müssen, also es ist das erste Mal, dass Deutschland dauerhaft einen Großverband im Ausland stationieren wird. Also in Litauen, das ist etwas, das war vor 2 Jahren, wäre das undenkbar gewesen, so etwas zu tun. Also wir sind gezwungen, in einer Geschwindigkeit ganz neue Dimensionen von Militär zu denken oder wieder zurückzuholen, die wir ja teilweise mal hatten. Das ist eine echte Herausforderung, also auch für die NATO. Muss man überhaupt nicht drum herum reden. Das heißt, was braucht jetzt eigentlich A, die Ukraine? Alle Sachen? Und wie sollte die NATO sich darauf konzentrieren, sich zu überlegen, wie sie eine Strategie entwickelt, um Putin wirklich einzudämmen? Vielleicht einen einzigen Punkt. Was braucht die Ukraine? Wissen Sie, ich habe vor 2 Jahren in Hamburg in meinem Wahlkreis auf dem Rathausmarkt gesprochen, als die Russische Föderation die Ukraine überfallen hat. Und da waren Tausende von Menschen, die das verurteilt haben. Vor kurzem war der 2-jährige Jahrestag dieses Überfalls. Und ich war auf demselben Rathausmarkt. Und da waren vielleicht 400, 450 Menschen, die meisten davon Ukrainerinnen und Ukrainer. Das heißt, wir haben uns auch so ein bisschen in unserer Gesellschaft an diesen Konflikt vielleicht sogar gewöhnt. Vorher stand es auf Seite 1 der Medien, heute ist es auf Seite 5 untergebracht. Und das ist unsere Aufgabe, auch als Deutscher Bundestag, auch als Journalismus. Mit der Ukraine. Wir müssen, das Thema ist da und wir müssen die Menschen auch immer wieder daran erinnern, dass Krieg mitten in Europa stattfindet und dass wir uns nicht daran gewöhnen dürfen. Lässt diese Solidarität mit der Ukraine nach? Ich glaube, wir brauchen eine etwas andere Solidarität, da bin ich bei Ihnen. Und zwar ein klares Zeichen an die USA, dass wir Europäer verstanden haben, egal ob Trump gewählt wird oder Biden wiedergewählt wird, auf uns Europäer kommt mehr zu. Absolut. Und Putins Ziel ist, die Amerikaner von der NATO zu kappen, die USA. Und deswegen brauchen wir ein Zeichen in die USA, dass wir sagen, wir haben transatlantische Lastenteilung kapiert. Das bedeutet aber nicht Untergrenze 2% oder gerade so 2%, sondern es das bedeutet, dass wir Fähigkeiten brauchen. Das heißt, die Division, die für 25 für nächstes Jahr versprochen ist, muss auch stehen und die beiden anderen Divisionen, die Deutschland stellt, bis 2030. Und das ist etwas, das der Bevölkerung erklärt werden muss. Genau. Pistorius hat nicht umsonst den Begriff kriegstüchtig gewählt. Ich finde das fast schon als Opposition innerhalb der Regierung. Aber dieses kriegstüchtig sein heißt vorbereitet sein. Und ich glaube, da hat er den Finger in die richtige Wunde gelegt. Nur dies zu erklären, ist Aufgabe des Bundeskanzlers und von uns Abgeordneten. Exakt. Wir müssen auch stärker rausgehen, was wir beide ja auch machen. Und der Beauftragte hat ja gesagt, was alles fehlt, Personal, Material, Infrastruktur. Eigentlich sind diese Hausaufgaben bei uns ja bei weitem nicht gemacht. Ja, da kann ich auch eine Menge zu. Nö, das ist natürlich so. Und da gibt es auch eine gewisse Amnesie in der Politik. Also alle möglichen Leute, die irgendwie lang genug irgendwie verantwortlich waren für die Verteidigungspolitik, wollen nichts mehr davon wissen. Dass im Prinzip seit dem Ende des Kalten Krieges die Bundeswehr systematisch kaputt gespart worden ist. Ja, da war die SPD dran genauso beteiligt wie die CDU. Die beiden Herren sitzen ja hier. Das kann man jetzt aber lang beklagen. Ich glaube, da haben beide das Richtige gesagt. Jetzt wird's spannend, es geht jetzt einfach nur darum, zu gucken, dass man wieder auf die Füße kommt. Und das geht natürlich mit großen wirtschaftlichen Anstrengungen einher. Das geht auch mit einem Gespräch in der Gesellschaft einher. Ja? Also zum Beispiel, dass man jahrelang gesagt hat, irgendwie, okay, bloß keine Leute von der Bundeswehr in Schulen oder in Universitäten, alles ganz schlimm. Hat sich natürlich schon ein Wandel eingestellt, der dann... Auch wenn es für Herrn Drossmann jetzt spannend wird, dann setzt es einfach fort und wir müssen es wahrscheinlich fortsetzen. Das ist sicherlich nicht nur eine positive Aussicht. Ich bedanke mich bei Paul-Anton Krüger. Frau Professorin Ursula Münch war nicht mehr zugeschaltet wegen einer gestörten Bild- und Tonleitung. Falko Drossmann und Roderich Kiesewetter, vielen Dank, dass Sie hier waren. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde geht es auch um Waffen, nämlich Desinformation als Waffe. Putins hybrider Krieg lautet der Titel. Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Tobias Ufer und darin nochmal ausführlich die Befragung des Bundeskanzlers
im Bundestag. Bleiben Sie bei uns.